Sie haben es ja gerade schon gehört, ich beschäftige mich eigentlich, oder bisher haben wir uns eigentlich beschäftigt mit Edelmetallen und Technologiemetallen. Holz ist jetzt eigentlich ein ganz neues Thema, aber ich denke, nichtsdestotrotz spannend und herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ich möchte erst mal am Anfang beginnen mit einem Zitat zum Einstieg. Der Respekt vor den Fakten zwingt mich zu der Hypothese, dass die meisten Portfolio-Manager ihr Geschäft aufgeben sollten, vielleicht Ländern oder Griechisch unterrichten sollten. Das hat Paulsen Samuelson gesagt, noch ein Weltpreisträger der Wirtschaftswissenschaften 1970. Das ist doch ein schönes Zitat, was ich mal zum Einstieg geben wollte. Und es ist nämlich in der Tat so, es ist jetzt am Anfang, der ist jetzt am Anfang nicht wirklich über Holz, aber ich will so ein bisschen einen Abschnitt geben, um Ihnen zu sagen, was ich persönlich auch denke in Bezug auf Geld anlegen und auf Investieren und so weiter. Weil wenn Sie heute auf eine Bank gehen oder zu einem Vermögensberater gehen, der hat meistens irgendwie einen Ansatz wie dieser Harry Markowitz, der in den 50er Jahren eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht hat, quasi über die optimale Portfolio-Zusammenstellung, wie man Aktien kauft oder was auch immer. Und nach dem wird heute eigentlich verfahren. Jede Bank, die Ihnen heute irgendwie eine Anlage verkauft oder eine Strategie verkauft, das ist alles auf diesem Harry Markowitz basierend. Da gab es etliche Entwicklungen dann auch weiter hier, aber das geht alles auf diesen Harry Markowitz zurück. Es ist aber ganz interessant zu wissen, was macht dieser Mensch eigentlich selber für sich. Und er ist da ganz offen und sagt, dass er selber eigentlich 50% in Aktien und 50% in Renten anlegt. Das heißt, was er entwickelt hat, diese Portfolio-Optimierung, die uns allen verkauft hat die ganze Zeit, macht er selber auch überhaupt gar nicht. Und er rechtfertigt sich mit psychologischen Gründen, weil er eben seine zukünftigen möglichen Sorgen minimieren wolle. Wenn ich das lese, dann denke ich mir, was wollen wir denn machen? Wollen wir unsere Sorgen nicht auch minimieren und aus dem Grund unser Geld eben anlegen, so dass es möglichst die Inflation schlägt, bitteschön. Also das ist alles eigentlich recht interessant, dass uns verkauft wird, was der Harry Markowitz eigentlich gar nicht macht selber. Diesbezüglich gibt es ein eher antikes Wissen, das schon im Prinzip Jahrhunderte alt ist. Und zwar hat dieser Rabbi Isaac Ba'aha im Talmud schon geschrieben, man soll sein Vermögen stets in drei Teile teilen. Ein Drittel Land, ein Drittel Handelswaren, ein Drittel Bar zur Hand. Das ist heute bekannt, also diese alte Regel ist heute bekannt unter den Begriffen Drei-Speichen-Regel oder die naive Diversifikation oder 1-durch-N-Diversifikation. Gibt es mehrere Ausdrücke, aber das ist alles diese Speichen-Regel, von der Sie vielleicht auch schon mal was gehört oder im Prinzip gelesen haben. Es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, ob das schlechter ist oder besser ist, wenn man so einen ganz einfachen Ansatz praktisch macht, so einen Speichenansatz sozusagen. Es gibt dort eine recht bekannte wissenschaftliche Veröffentlichung von drei Autoren, die in der Tat festgestellt haben, was ich hier unten geschrieben habe, hier unten in diesem Blog, von den 14 Modellen der Portfoliooptimierung, die wir über 7 empirische Datenreihen untersucht haben, konnten wir keines finden, welches konsistent besser ist als diese 3-Speichen-Regel. Das heißt, da haben Wissenschaftler wirklich auf historischen Kursdaten untersucht, ob dieser Ansatz, dieser wissenschaftliche Ansatz von Harry Markowitz besser oder schlechter ist, wie so eine ganz einfache und simple Regel, nämlich 1, 2, 3. Und es ist wirklich rausgekommen, es macht letzten Endes überhaupt keinen Unterschied. Und zwar haben die auch rausgefunden, aufgrund von diesen historischen Daten, für ein Portfolio aus 25 amerikanischen Aktien braucht der Ansatz nach Markowitz mehr als 3000 Monate, um 1 durch N zu schlagen, also diese naive Diversifikation. Für
50 Titel 6000 Jahre. Es sind also 250 Jahre bzw. 500 Jahre, wo man praktisch anlegen muss nach Markowitz, um ein besseres Ergebnis zu haben, wie mit dieser einfachen Speichenregel. Also ich finde 250 Jahre recht lang und es macht auch nicht wirklich Sinn auf gut Deutsch. Es gibt eine andere Untersuchung von der Uni Mannheim, die das auch bestätigt hat, wie man hier unten sehen kann. Also hier unten ist diese 1 durch N Gewichtung, diese naive 1 durch N Gewichtung. Hier oben sind irgendwelche Ansätze nach Markowitz. Und wenn Sie hier den durchschnittlichen Monatsertrag angucken, dann unterscheidet der sich nicht wirklich. Das ist für Aktien. Und wenn ich ein Portfolio mir angucke aus Aktien, Renten und Rohstoffen, und zwar eine Aufteilung 60% Aktien, 25% Renten und 15% Rohstoffe, da ist auch der Ertrag von dieser naiven, in Anführungszeichen naiven Drei-Speichen-Regel sogar höher als Markowitz. Und was übrigens auch wichtig ist, in dieser Studie kam auch raus, das ist hier in der Spalte die durchschnittliche Portfolio-Umschlagung. Das heißt, der Handel ist hier wesentlich höher als hier unten bei der naiven Gewichtung. Und der Hintergrund ist natürlich ganz klar, weil die Banken ja letzten Endes nur Geld verdienen mit Umsatz. Das heißt, wenn Sie Ihr Portfolio die ganze Zeit umschlagen und immer was rein und immer was raus, das ist ja die Art und Weise, wie eine Bank Geld verdient. Wenn Sie jetzt zum Beispiel nur Gold kaufen und es hinlegen bei sich, dann hat die Bank ja keinen Gewinn und hat deswegen überhaupt kein Interesse. Und es ist im Prinzip, das ist die Aussage, es ist im Prinzip wissenschaftlich auch untermauert, dass dieser ständige Umschlag im Prinzip Ihnen als Kunden nicht mehr bringt, als wenn Sie so eine ganz naive, seit Jahrhunderten bekannte Speichenregel anwenden würden. Was diese Speichenregel heißt, heute kann man in dieser Grafik hier sehen, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Drittel in Edelmetalle, ein Drittel in Wertpapiere und ein Drittel in Immobilien anlegen, also Ihr Vermögen sozusagen dritteln auf diese Speichen, dann haben Sie diese 1 durch N Diversifizierung schon hergestellt selber. Wobei hier die Edelmetalle sind Gold, Silber, Platin, Palladium, Technologiemetalle in Klammer und hier diese unten diese Speiche bedeutet Wald, Grundstücke, Häuser, Fabriken, Lagerhallen. Jetzt können Sie auch schon den Rahmen sehen, wo ich so ein bisschen versucht habe, den Bogen zu spannen jetzt zum Wald. Hier oben die Speiche Wertpapiere habe ich jetzt mal mit Fragezeichen hinterlegt. Ich glaube, ich brauche Ihnen hier auf dieser Messe, auf der Edelmetallmesse, glaube ich, nicht zu erzählen, dass im Prinzip Wertpapiere, die üblichen Wertpapiere, auf kurz oder lang wahrscheinlich die Werthaltigkeit nicht mehr haben werden, beziehungsweise in der Inflation, die uns bevorsteht, sich auflösen werden, mehr oder minder. Also man muss ja heutzutage praktisch in Sachwerte investieren, wenn man es auch im geschichtlichen Kontext sieht, um seine Kaufkraft zu erhalten. Es ist auch ganz interessant, wenn man zum Beispiel sieht, was machen die großen amerikanischen Stiftungen, wie Yale zum Beispiel. Die haben um die Jahrtausendwende haben die ihr Portfolio veröffentlicht oder ab da wird es veröffentlicht und da kann man sehen, dass die in der Tat so eine naive Gewichtung auch machen. Das ist hochinteressant zu sehen, denke ich. Und zwar wird ein Drittel, das ist dieser grüne Kuchen, Real Assets, also Sachwerte, Holz, Häuser, Immobilien, ein Drittel Private Equity, was auch immer da auf dem privaten Sektor investiert wird und ein Drittel Wertpapiere. Also offensichtlich machen die exakt diesen naiven Ansatz. Und es ist ja ganz interessant, dass aus der Wissenschaft praktisch dieses Modell da kommt von Markowitz, aber die Hochschulen selber, die ja auch der Wissenschaft sozusagen verhaftet sind, das auch nicht anwenden, offensichtlich. Halt.
Und wenn man mal anguckt, wie hat sich das entwickelt, das Portfolio, diese blaue Kurve hier, ist das Portfolio von der Stiftung von Yale. Die graue, die hellgraue Kurve ist Berkshire Hathaway, das ist diese Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett. Und hier unten die schwarze Kurve ist der amerikanische S&P 500, also dieser marktbreite Index. Und da kann man sehen, dass dieser naive Ansatz, in Anführungszeichen naiv, wieder im Prinzip alle geschlagen hat. Jetzt will ich ein bisschen zu den Speichen was sagen, zu den einzelnen Speichen. Speiche Nummer 1, Gold. Ich bin persönlich der Meinung, dass wir vor einem neuen Aufwärtsschwung stehen und dass es nur eine Frage der Zeit eigentlich sein kann, wann der wieder einsetzt. Und zwar, wenn Sie diese beiden technischen Indikatoren hier unten sehen, diese rote Kurve passiert auf den Commitment of Traders Raten. Es ist jetzt ein bisschen Spezialwissen, sage ich mal, ganz kurz gesagt, die Händler in den USA müssen ihre Positionen veröffentlichen. Das heißt, die müssen, wenn sie eine Long-Position, also auf steigende Kurse setzen, oder wenn sie auf sinkende Kurse setzen mit einer Short-Position, müssen sie das veröffentlichen. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, quasi diese Positionierung aufgrund der verschiedenen Händlergruppen aufzuteilen und dann gucken, wie ist das Smart Money in Anführungszeichen, also wie sind die großen Marktteilnehmer im Augenblick im Markt positioniert. Setzen sie eher auf den steigenden Preis oder setzen sie eher auf den sinkenden Preis? Das ist diese rote Kurve. Und da kann man dann sehen, das ist die Stochastik draus, da kann man dann sehen, wenn man mit diesem Indikator über 80 liegt, das ist diese grüne Kurve, dann ist man auf der Kaufseite, und wenn man unter 20 liegt, dann ist man auf der Verkaufseite eher. Also hier oben, deswegen ist diese Kurve grün, das ist gut, und hier unten ist schlecht. Dieser untere Indikator ist ein Vergleich vom Goldpreis zu den Bonds, also zu den Staatsanleihen in Amerika. Das heißt, es ist einfach das Verhältnis von Staatsanleihen zu Gold. Und da kann man auch sehen, wenn Gold günstig ist gegenüber den Staatsanleihen, dann ist man eher im Aufwärtsmodus begriffen. Wenn man hier oben teuer ist im Vergleich zu den Bonds, dann ist der Goldpreis eher überbewertet. Und den Chart, den ich hier jetzt Ihnen zeige, ist ein Monatschart. Das heißt, ich gucke nicht irgendwie einen Wochenchart an oder einen Tageschart. Das ist viel zu unaussagekräftig und viel zu hektisch. Da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber wenn ich hier ganz langfristig betrachte, da kann ich hier zum Beispiel 2008 im Herbst sehen, dass diese beiden Indikatoren eigentlich übereinstimmend gesagt haben, wir sind auf einem günstigen Einstiegsniveau. Und es war auch so, es ist dann angestiegen, der Goldpreis. Und man kann auch sehen, dass über x Jahre, also hier ist Jahr 2002, 3, 4, also eine ganz langfristige Betrachtung, die ich hier immer nur mache. Es hat nicht viele Zeitpunkte gegeben, wo ich einen günstigen Einstiegszeitpunkt hatte jetzt hier bei Gold, nämlich letztmalig 2008. Auch hier hatten wir so einen Punkt, 2006 oder hier 2003. Das heißt, wir haben jetzt im Augenblick aufgrund von diesen relativ langfristigen Indikatoren und daher auch recht sicheren Indikatoren nach meiner Interpretation eigentlich eine Konstellation, wo wir davon ausgehen könnten, dass irgendwann in der Zukunft diese nächste Aufwärtsbewegung bei Gold wieder einsetzen könnte und sollte. Das heißt, im Augenblick ist auch ein guter Zeitpunkt zum Investieren in Gold, auch in Silber. Da haben wir genau die gleiche Konstellation. Da hatten wir hier im 2008 diese beiden Indikatoren, die diesen Tiefpunkt angezeigt haben.
da vielleicht auch in 2006, aber im Augenblick auch schon wieder. Wir hatten hier unten die Anzeige dieses Tiefpunktes wieder relativ sicher. Das heißt, auch hier gehe ich davon aus, dass dieser Widerstand, diese Widerstandslinie, die uns jetzt ja schon seit 2,5 Jahren begleitet, leider begleitet, oder auch zum Glück begleitet, weil dann auch dadurch natürlich auch bereinigt wird, wieder nach oben aufgelöst werden sollte und wir wieder steigende Kurse sehen. Also ich bin sehr, sehr optimistisch für die Edelmetalle und hoffe, dass Sie Ihre Edelmetalle, die Sie irgendwann gekauft haben, nicht in den letzten 2,5 Jahren verkauft haben. Weil dann haben genau die, die das gemacht haben, das erreicht, was sie erreichen wollten. Ich hoffe, Sie waren nicht so dumm. Was heißt hoffen? Ich bin mir sicher, weil sonst wären Sie nicht hier. Heißt also als Zusammenfassung für diese erste Speiche, die auch meines Erachtens ruhig ein Drittel sein kann des Vermögens. Ich meine, es gibt ja oft so Publikationen, die sagen, ja, zur Absicherung 5-10% Gold. Da frage ich mich, was mache ich mit den restlichen 90%? Also ich habe nichts dagegen, wenn man ein Drittel seines freien Geldes investiert in Metalle. Wobei ich sagen muss, Gold und Silber sind ein Muss, würde ich einfach mal so definieren. Platin, Palladium, ein Kann zur Diversifikation. Wobei hier beachtet werden soll, dass wenn wir in eine Haartechnologie, habe ich hier geschrieben, also die Wasserstofftechnologie, Stichwort Brennzelle, gehen sollten, wird Platin und Palladium unabkömmlich sein. Das sind physische Eigenschaften dieser beiden Metalle, die dann auf jeden Fall zum Tragen kommen und wo die Nachfrage stark steigen sollte nach diesen beiden Metallen. Also ich persönlich habe auch Platin und Palladium im Portfolio und habe das auch dabei gemischt, weil wenn es so kommt, werden die abgehen. Das ist auch ganz interessant, im Augenblick sind die stärksten Metalle ja Platin und Palladium dieses Jahr. Gold und Silber sind nach unten gegangen, Platin und Palladium sind sehr stabil geblieben. Also man hat eben auch einen Streuungseffekt, dann, wenn man die auch hat. Technologiemetalle kann, seltene Erden kann. Also das ist auch zur Streuung, sage ich mal. Die Technologiemetalle sind in den letzten Jahren arg gerupft worden. Speziell die seltenen Erden sind hochgeschossen, haben sich ver-x-facht und sind auch wieder runtergekommen. Also sind sehr, sehr spekulativ. Ich persönlich würde denken, beziehungsweise anders gesagt, ich persönlich mache die Technologiemetalle auch über einen Sparplan, wo ich praktisch kleine Beträge irgendwie reingebe. Ich würde aber nie raten oder es auch selbst tun, praktisch einen größeren Betrag ad hoc auf einmal in den Bereichen Technologiemetalle zu investieren. Das ist ein sehr spekulatives Feld, abhängig von der Wirtschaft natürlich auch, von der wirtschaftlichen Nachfrage. Also die Edelmetalle sind da auf jeden Fall wesentlich wichtiger, würde ich Ihnen einfach mal so mitgeben. Steigende Volatilität habe ich hier noch aufgetragen, nach unten steigende Marktenge in Anführungszeichen. Das heißt, der Markt wird immer enger und dadurch auch die Liquidität natürlich, wenn ich das verkaufen will, wenn ich Technologiemetalle verkaufen will, habe ich unter Umständen wesentlich mehr Probleme bei Edelmetallen, Gold, Silber eigentlich nie. Ich habe mich in meiner Doktorarbeit, der Herr Alisch hatte es gerade schon gesagt, und das ist der andere Grund für mich, warum ich auch denke, dass ein Investment langfristig in die Metalle äußerst Sinn macht. Es gibt nicht unendlich Metalle abzugraben auf unserer Erde. Unsere Erde ist ein endlicher Raum mit endlichen Ressourcen, und die Metalle gibt es einfach nicht unendlich. Die Berechnungen, die ich angestellt habe, waren beim Gold oder sind im Bereich Gold auf diese grüne Kurve gekommen, dass der Produktionshochpunkt, also jetzt rein mathematisch gesehen von diesem Modell, ungefähr in den Jahren zwischen 2027 und 2044 sein könnte. Also wir sind rein modellierungsmäßig nicht mehr allzu weit von dem Hochpunkt entfernt. Und ab da geht die Förderung von Minen eben auch nach unten. Und ich persönlich denke, das ist auch das Problem, dass die Minen eben auch so gehufft worden sind im Markt, weil die Minen ja im Prinzip ständig an dem Ast
Segen, auf dem sie sitzen. Ja? Wenn eine Mine einfach eine Ressource X hat und praktisch jeden Tag den Erzkörper, den sie eben zur Verfügung hat, abbaut, werden die Ressourcen ja immer kleiner. Und man muss es immer ersetzen. Abgebaute Unzen müssen immer ersetzt werden bei einer Mine. Und das ist der Punkt, was den Minen immer schwieriger fällt im Augenblick. Weil es immer schwieriger wird, neue Erzkörper zu erschließen, zu entdecken. Und wenn irgendwas entdeckt wird, sind sie immer schlechter, sind immer schwieriger zu fördern und so weiter und so fort. Die Kosten steigen den Minen eigentlich weg. Ich habe schon seit Jahren, sage ich schon, dass man eher ins Material investieren sollte als in die Minen. Ich habe immer schon oft gehört das Argument, dass die Minen einen Hebel darstellen, sogar auf den Metallpreis. Ich persönlich bin der Meinung, das ist Mumpitz, weil man das Risiko, das man eingeht mit Minen, weitaus höher ist und es nicht wert ist, was man in Minen investiert, als wenn man einfach ins Metall investiert und damit eben auch sozusagen seelische Ruhe generiert in sich selber quasi. Ich bin nicht der Meinung, dass die Minen sich nachhaltig wieder entwickeln werden, auch jetzt von diesem tiefen Niveau, weil die geologischen Gegebenheiten werden eben immer schwieriger. Zweite Speiche, Holzland. Der Holzverbrauch oder die Nachfrage nach Holz steigt beständig mit den Nasen, die auf unserer Erde rumlaufen. Das kann man hier an dieser Grafik schön sehen. Die graue Linie ist die Bevölkerung, die braune Linie der Holzverbrauch und die grüne Linie die zur Verfügung stehende Fläche für Wald. Das heißt, hier geht eine Schere auf, die immer weiter aufgeht. Ich denke mal, dass die Weltbevölkerung weiter zunehmen wird und mit dem auch der Holzverbrauch natürlich weiter zugehen wird. Und durch Klimaveränderungen ich habe hier mal eine Zusammenfassung gemacht, sinken das Angebot durch verschiedene Umwelteinflüsse und auch durch die fortschreitende Urbanisierung, Straßen, Städte, Industrie, Klimaveränderung, Verwüstung. Das sind natürlich alles so Effekte, wo Sie auch wissen, wo die Anbaufläche von Wald sozusagen oder die Waldfläche global einfach beständig abnimmt. Und das ist ein Trend, der auch schon seit Jahrzehnten so herrscht. Und es ist nicht abzusehen, dass sich der irgendwie ändern sollte. Auf der anderen Seite habe ich eine steigende Nachfrage durch Investoren, Spekulanten oder auch ganze Staaten, die einfach mittlerweile losziehen und einfach Land kaufen. Es ist unglaublich. Deswegen habe ich diese beiden Bücher mal hier jetzt auch in den Vortrag genommen. Ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie irgendwie ein Gefühl dafür kriegen wollen, was im Augenblick so los ist am Landmarkt, wer zieht alles los und kauft Land sozusagen, dann lesen Sie die beiden Bücher. Das ist von Wilfried Bommert und Fred Pierce, ein Amerikaner, oder ich glaube ein Amerikaner, ein Engländer, die da ganz interessante Bücher geschrieben haben, dass ganze Staaten heutzutage loslaufen und in Afrika, in Südamerika und auf der ganzen Welt Hektar einkaufen, wo sie es kriegen können, weil sie ihre Bevölkerung einfach nicht mehr sonst ernähren können. Das ist eigentlich der Hauptgrund natürlich. Jetzt nochmal zurückzukommen auf Waldfläche, ein anderer, diese Anbaufläche, also diese Grafik, die ich gerade gezeigt habe, dass die Anbaufläche nach unten geht, immer wenn man das mal wirklich ganz praktisch auf dem Land einfach niederbricht. Die Waldfläche in Paraguay zwischen 1945 und 2010, da können Sie sehen, dass im Prinzip nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, war das halbe Land noch grün und jetzt ist davon eigentlich recht wenig noch übrig geblieben, weil die Leute einfach abholzen, was sie brauchen. Und das ist nach wie vor noch immer der Fall. Der Wilfried Bommert in diesem Buch, das ich eben gerade genannt habe, hat auch ein schönes Zitat geschrieben, das eigentlich die ganze Lage zusammenfasst. Insgesamt verlangt der Lebensstil der Industrieländer und der Zuwachs der Weltbevölkerung Euland in einer Größenordnung, die den 2,5-fachen
der heutigen Anbaufläche entspricht, dem 2,5-fachen der heutigen Anbaufläche. Also heißt, wir brauchen noch mal eine Erde im Kofferraum. Das war dieser alte Spruch aus den 80ern von den Grünen. Wir tun so, als ob wir noch eine Erde im Kofferraum hätten. Aber es ist natürlich nicht so. Wir haben natürlich nur unsere eine Erde und mit der müssen wir irgendwie zurechtkommen. Nochmal runtergebrochen die Zahlen auf dem Holzmarkt in Paraguay. Die Nachfrage ist ungefähr 12 Millionen Tonnen im Augenblick und das Angebot ist 3,4. Da können Sie also schon optisch den Unterschied sehen. Und das Angebot, das heute noch herrscht, wird auch zu 97% gedeckt aus den restlichen bestehenden Waldflächen. Das heißt, nach wie vor wird da der natürliche Wald einfach abgeholzt von den Leuten. Und wie nachhaltig das ist, brauchen wir uns nicht zu überlegen. Das ist einfach nicht nachhaltig. Und es wird auch nicht mehr allzu lang dauern, dann wird da auch nichts mehr von übrig bleiben von dem Wald. Insgesamt kann man sagen, dass es verschiedene Effekte gibt, wie man mit einem Holzinvestment nicht nur Gutes tun kann, sondern auch Geld verdienen kann. Erstmal, der Hauptpunkt ist natürlich das Wachstum der Bäume, das natürlich Rendite generiert, auch die Holzpreissteigerungen, die zu erwarten sind aufgrund der Konstellation, die Wertsteigerung vom Land. Wie gesagt, wir brauchen eigentlich noch eine Erde, haben sie aber nicht. Heißt natürlich ganz klar, dass die Landpreise steigen müssen. Dann gibt es noch Geschichten wie Verkauf von CO2-Zertifikaten, Samen, Früchten. Also da gibt es viele Stoßrichtungen, wie man mit so einer Geschichte auch wirklich Geld nachhaltig und nachwachsend verdienen kann. Der Peakpreis, jetzt mal auf das Thema Holzpreis zu kommen, das ist eine Grafik von 2003 bis heute. Da kann man schon sehen, der Preis hat sich auch verX-facht schon von Holz. Und das sind eben die Auswirkungen, dass einfach immer weniger auf den Markt kommt und immer mehr auch nachgefragt wird. Ich habe schon ein paar Grafiken gezeigt, runtergebrochen auf Paraguay. Wir bieten nämlich jetzt von der Einkaufsgemeinschaft jetzt kein Holz an direkt, sondern wir haben einen Kooperationspartner, die Firma Forstinvest, die praktisch Land ankauft in Paraguay und auch bewirtschaftet, das heißt aufforstet. Und deswegen will ich jetzt auch ein bisschen über Paraguay sprechen. Es gibt viele Leute, die sagen, nee, das ist weit weg, das ist mir zu unsicher, da will ich nichts investieren. Das ist absolut verständlich, wenn man da den Gedanken hat. Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass die klimatischen Verhältnisse in diesem Land so sind, dass ein Anpflanzen von Bäumen da auch im Prinzip veritabel ist und eine Endernte nach 20 Jahren unmöglich. Das heißt, wenn man hier anpflanzt in Deutschland, dann ist die Endernte meistens in 100 Jahren der Fall. Also wenn man hier anpflanzt, heißt ein Spruch von Förstern, macht man das für die Enkel. Also man macht es nicht mal für die Kinder, sondern man macht es für die Enkel. Und wenn man in Paraguay anpflanzt, dann macht man es auch für sich, auch weil nach 20 Jahren da Endernten möglich ist. Und das eben aufgrund von dem tropischen Klima, dass die Bäume da praktisch das ganze Jahr überwachsen hindurch. Es gibt Rahmenabkommen, die auch eine Rechtssicherheit geben für diesen Standort. Es gibt ein Investitionsschutzabkommen zwischen Deutschland und Paraguay. Und auch wenn man sich die volkswirtschaftlichen Daten anguckt, ist das eigentlich ganz interessant, hauptsächlich die Verschuldung zum Beispiel. Wussten Sie, dass die Staatsverschuldung von Paraguay nur 14% des BIPs beträgt, also des Bruttosozialproduktes? Extrem, extrem niedrige Verschuldung im Vergleich zur EU zum Beispiel. Wir sind ja verschuldet bis über die Halskrause, Amerikaner, Japaner auch. Also hier extrem niedrige Verschuldung und auch die Außenverschuldung wird im Prinzip durch die Währungsreserven gedeckt, die da sind. Also die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen sprechen auch für diesen Investitionsstandort. Es gibt jetzt verschiedene Anbieter, die ich mir auch angeguckt habe. Also ich spreche jetzt zu Ihnen als Investor und nicht als Anbieter quasi, weil wir das ja gar nicht anbieten. Ich habe
persönlich einfach in Holz investieren wollten, auch zur Streuung einfach im Vergleich zu den Anlagen im Metall. Und habe deswegen einfach Anbieter gesucht, wo man einfach in Holz investieren kann. Und ich habe im Prinzip mit allen Leuten gesprochen, war auch schon in Bulgarien auf einer Aufforstung von Lignum. Wird im Januar werde ich auch nach Paraguay fliegen. Wenn man rein die Zahlen jetzt mal nimmt von den Anbietern, ich habe Ihnen das hier mal aufgelistet, wenn man einen Hektar Wald kauft, also einen Hektar Land kauft und das bewirtschaften lässt von den Anbietern, dann kommt ungefähr die Kurven zu tragen. Die grüne Kurve hier ist die Firma von Forstinvest, die Magenta-Kurve Miller und die blaue Kurve ist die Firma von Forest Finance. Da kann man schon ablesen, dass die prognostizierten Erträge bzw. die Fairness gegenüber den Kunden, sage ich mal so, bei Forstinvest wirklich am höchsten ist, wenn man nach 20 Jahren ungefähr 500% Rendite haben kann. Man muss natürlich sagen, dass diese Prognosen natürlich immer nur Schätzungen sind, Hochrechnungen aus vergangenen Daten. 20 Jahre ist eine lange Zeit, brauche ich Ihnen nicht sagen, dass da auch etliches passieren kann. Ich habe am Anfang, habe ich Ihnen Zitat gebracht, zum Ende auch nochmal ein paar Zitate von Lord Rothschild zum Beispiel. Im Augenblick ist der Zeitpunkt günstig, langfristig in die Landwirtschaft einzusteigen, also auch das Thema Land. Jim Rogers sagt auch, dass Ackerland in Zukunft eine der besten Investitionen sein wird. Ich sage Ihnen jetzt, Acker und Wald sind das Gold der Zukunft, weil man Gold eben nicht essen kann. Das ist natürlich auch der bekannte Spruch, der aber insgesamt natürlich wahr ist. Zusammenfassend möchte ich nochmal die drei Punkte herausstellen, dass eine simple Drei-Speichen-Regel nachweislich nicht schlechter ist als alle modernen Portfolio-Optimierungen, wie sie angeboten werden von Banken, von Vermögensverwaltern und dergleichen. Also sie können jederzeit ihr Geld auch im Prinzip selbst verwalten und sind nicht schlechter als irgendwelche Banken. Das ungedeckte Papiergeldsystem muss in einer Inflation enden, deswegen schlage ich vor, dass die Speiche Geld im Augenblick untergewichtet werden kann und sollte. Und diesen Sachwertspeichen, die man derzeit übergewichten sollte, sind eben die Edelmetalle, / Technologiemetalle und Holzwald. Und diese Speichenregel, vielleicht das auch noch gesagt, beinhaltet ja auch, dass sich dieses Rad ja auch immer weiter dreht. Das heißt, die Geschichte wird sich ja auch wieder weiter drehen. Das heißt, wenn Aktien wieder günstig wären oder wenn die Wirtschaft oder die Staaten ihre Schulden irgendwie bereinigt haben, sage ich mal, wie auch immer das dann aussehen wird, und kann ich Ihnen natürlich auch nicht sagen, aber es wird natürlich auch immer weitergehen und es wird dann auch wieder einen Zeitpunkt geben, wo man sein Edelmetall auch wieder abgeben muss und verkaufen muss und dann eben in irgendwas anderes investieren kann. Aber im Augenblick sieht wirklich alles danach aus, dass man eben diese Geldspeiche untergewichten sollte und dieses Sachwertspeichen übergewichten sollte. Und das Rad wird sich aber weiter drehen, wo dann auch die Sachwerte wieder untergewichtet werden könnten und die Geldwerte auch dann wieder übergewichtet werden könnte. Aber im Augenblick ist das nicht der Fall, denke ich. Das wollte ich Ihnen mit auf Ihren Weg geben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Müller. Wir sind gut in der Zeit, das heißt, wir hätten auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Sie sagen, dass Speichergeld soll man untergewichten. Ich hätte dazu eine Frage an Sie. Ich kenne zum Beispiel einen Professor Marling, der sagt, in den letzten Jahren war das beste Investment Bargeld. Und wenn ich sehe, Land und Wald, ich halte das auch für sehr gut, was Sie hier sagen, für ausgezeichnet sogar,
kann ich ja nur mit Geld kaufen, wenn Sie dazu was sagen können. Deswegen würde ich das Bargeld durchaus für sehr gut halten, möglichst viel zu haben, um richtig zu investieren. Das ist natürlich richtig. Man braucht natürlich Geld, um in die Sachwerte zu investieren, aber Geld hat halt seinen Charakter als Wertaufbewahrungsmittel quasi verloren im Augenblick, denke ich. Und das ist halt der Punkt, dass man es halt haben sollte, aber auch wieder abgeben sollte, um eben solche Sachwerte zu kaufen.